Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Tabu Life, eurem queeren Lifestyle-Magazin. Heute erwarten uns wieder viele bunte Geschöpfe aus allen Ecken Wien und allerlei Spannendes aus der Community. Zuallererst gibt es Neuigkeiten von Simon Massinger zum nächsten Tabu-Clubbing. Hallo Simon, schön, dass du wieder da bist. Hallo Emanuel, freut mich sehr. Wie geht's dir noch? Geht mir gut, danke schön. Was hört sich von Tabu Clubbing an? Also es gibt viel Neues, denn das Tabu Clubbing zieht um. Das nächste Mal wird es im Club Prime stattfinden. Wir werden nämlich die offizielle Pre-Party für den Regenbogenball hosten. Das wird am 26. Jänner sein. Das ist eigentlich einen Tag davor, also am Freitag. Und wir haben uns gedacht, für diesen besonderen Anlass werden wir unser Event in eine besondere Location versetzen, eben den Club Prime. Und da er sehr zentral gelegen ist, freuen wir uns schon sehr darauf. Mhm. Erzähl uns mehr über Prime. Ja, also Prime ist ein neuer, cooler Club am Salzgries. Das ist eigentlich direkt neben dem Schwedenplatz. Das heißt, man kann es perfekt erreichen, einfach U1 oder U4 und man ist schon da. Also das ist ideal für unsere Gäste und auch für uns. Und ich bin schon sehr optimistisch für das Event. Ja, hört sich schon gut an. Mhm. Und habt ihr schon neue Pläne? Ja, gut, dass du fragst. Wir haben tatsächlich neue Pläne. Und zwar werden wir Ende Jänner auch eine neue Bar eröffnen, also ein Café und Bar. Und das wird auf der Siebensterngasse gelegen sein. Und mehr verrate ich derweil noch nicht. Also wir freuen uns schon sehr darauf, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Okay, dann lassen wir uns überraschen. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Bitte sehr. Danke. Jetzt geht es raus aus dem Studio und rein in das Leben der genialen Künstlerin Susie Flowers. Danach darf ich Kitty Willenbruch, die Gebieterin, über den Salon Kitty Revue bei uns begrüßen. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei unserem Sneak Peek mit Susie Flowers. Ich bin Susie Flowers, ich bin Künstlerin, DJ, Performerin und mache auch Veranstaltungen. Und ich habe das House of Rausch gegründet. Das ist eben so, also ich bin Mitgründerin von House of Rausch. Es ist ein queeres Künstlerinnenkollektiv. Und das sind eben, ich und meine Freunde haben das gegründet und wir machen eben so Drag-Shows. Wir haben den Ball der Gefühle, der findet alle 6 Monate in Maria Alter statt. Und da machen wir eben Performances, also und mit Moderation und wir legen eben auf, also wir legen eben so 60s, 70s und 90s Trash auf. Und ja, und ich bin eben Künstlerin, also ich bin Filzstift-Künstlerin eigentlich, also ich zeichne eben mit Filzstift und mit Fineliner und ich mache eben verschiedene queere Porträts eigentlich, also ich zeichne verschiedene Menschen einfach und ich habe eigentlich zuerst mit Wasserfarben angefangen zu malen, aber dann bin ich auf Filzstift umgestiegen, weil einfach das irgendwie das bessere Ventil für mich ist und so kann ich einfach meine Vorstellungen besser ausleben. Themen, also wichtige Themen für mich in meiner Kunst sind eben Body Positivity, Feminismus, Selbstliebe, Selbstidentität, also vor allem queere Identitäten sind mir sehr wichtig und versuche das irgendwie in meiner Kunst auch darzustellen und so. Also ich versuche eben einfach, also ich mache die Zeichnungen für mich selber, aber ich mache sie eigentlich auch für andere Menschen gern, weil ich will einfach den Menschen sagen, dass jeder Mensch ist auf seine eigene Art und Weise fabulous eigentlich und das ist einfach in jeder Person drinnen und ich will einfach, dass jeder das selber versteht und das selber irgendwie ausleben kann. Und jeder muss einfach seine eigene Fabulousness innerlich finden und dann ausleben. Und ich will einfach irgendwie den Menschen sagen, dass jeder fab ist und einfach, dass man darauf scheißen soll, was andere Leute denken, weil jeder Mensch ist fabulous einfach. Ja, es kommt drauf an. Meistens mache ich einfach schon so eine Bleistiftskizze und dann, also meistens, wenn ich so im Flow bin, dann mache ich einfach verschiedene Bleistiftskizzen, wo ich halt dann einfach verschiedene Hennies, so nenne ich meine Kunstwerke eigentlich Hennies, weil das ist einfach so ein geschlechtsneutrales Wort, deswegen finde ich es eigentlich perfekt für meine Zeichnungen.
Das Henny. Ja, ich glaube, es ist eben eigentlich es kommt aus Schweden eigentlich. Das ist einfach so ein geschlechtsneutrales Wort für einfach Personen eigentlich so. Deswegen. Und vor allem, es kommt auch bei RuPaul's Drag Race und so vor. Also generell in der Drag-Szene ist das sehr verbreitet und so. Und deswegen habe ich gedacht, das passt eigentlich perfekt für meine, weil es sind halt meistens einfach non-binary Menschen, die zeichnen, ohne wirklich irgendwie jetzt das Geschlecht genau definieren zu müssen. Und deswegen nenne ich meine Hennies so, ja. Also eben ganz zu Beginn, wo ich angefangen habe, vor ungefähr 2 Jahren, habe ich angefangen eigentlich so zu zeichnen. Und ich habe mir gedacht, okay, setz mich jetzt einmal hin und zeichne einmal was. Und dann ist es eigentlich einfach so, verschiedene Menschen rauskommen einfach so aus mir heraus eben. Und das hat irgendwie einfach raus müssen, das war so in mir drinnen. Und das hat einfach raus müssen. Und am Anfang habe ich eben noch mit Wasserfarben gemalt, aber mittlerweile bin ich eigentlich komplett auf Filzstift umgestiegen, weil es einfach, ist einfach für mich irgendwie das bessere Ventil, da kann ich irgendwie besser ausleben. Und ich weiß nicht, früher, also ganz, wenn ich noch ganz klein war, habe ich auch immer eigentlich mit Filzstift gemalt und Filzstift war eigentlich immer mein Favorite-Stift sozusagen. Und naja, mittlerweile bin ich eigentlich echt ganz umgestiegen auf Filzstift, ja. Ich meine, ich habe mir auch schon überlegt, irgendwie mit Öl oder so zu malen oder mit Acryl oder sowas, aber ich glaube, das ist einfach, ich weiß nicht. Mein Ding ist einfach Filzstift, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen trashy und so, aber naja. Sixties und Seventies, also vor allem die Mode und die Künstlerinnen, also vor allem die Musik und die Mode in den Sixties und Seventies inspiriert mich sehr, also vor allem, das merkt man vielleicht auch in meinen Zeichnungen einfach, also vor allem die Fashion und so, ist einfach sehr ästhetisch, finde ich. Und das inspiriert mich in meinen Werken eigentlich. Und verschiedene Künstler, wie zum Beispiel eben Wally Myers oder Susanne Wiedel aus Wien oder Wally Export, sind Künstlerinnen, die mich einfach inspirieren. Aber dann auch wieder so Surrealismus oder so, sind allem die Classics, die mich eigentlich inspirieren und so. Also so, wenn ich auflege, also vor allem bei Balle Gefühle, lege ich eben zusammen mit dem Chica Chicago auf. Das ist eben auch ein Mitbegründer von House of Rausch, mit dem haben wir zusammen das Haus gegründet eigentlich. Und wir legen eben so 60er, 70er, 80er, 90er, eigentlich das Beste aus dem letzten Jahrhundert auf. So. Aber eben also von Leslie Gore bis Patti Smith, Janis Joplin bis Divine eigentlich. Also einfach die Classics eigentlich aus dem letzten Jahrhundert legen wir auf. Genau, wir wollen einfach mit Balle Gefühle, also wir haben jetzt schon so 5. Mal wird jetzt stattfinden. Im Februar wahrscheinlich. Und wir wollen einfach einen Safe Space eigentlich schaffen für queere Menschen oder einfach für Menschen, einfach für diese Menschen und die sich einfach die sich selbst sehen, ohne irgendwie, ohne Rassismus, ohne Homophobie, einfach einen Safe Space schaffen, wo jeder sich wohlfühlt, wo jeder einfach einen schönen Abend haben kann eigentlich. Das ist mir wichtig, genau. Und ja. Und andere Sachen, die mich inspirieren, sind zum Beispiel eben also generell Mode aus dem 20. Jahrhundert, verschiedene Künstlerinnen, Club Kids aus den 80er Jahren inspirieren mich, Drag Queens, also generell Drag Queens aus der Wiener Szene inspirieren mich, auch Leute, die ich beim Fortgehen treffe oder so, inspirieren mich. Aber eben RuPaul's Drag Race, RuPaul in den 80er Jahren und so, inspiriert mich auch sehr, genau. Aber auch Filme, Mode und Musik, Literatur natürlich inspiriert mich auch sehr. Also mir ist generell Kunst einfach sehr wichtig in meinen Zeichnungen und ich mache meine Zeichnungen für mich selber eben, aber ich mache es eben auch für andere Leute, weil, ja genau, und ich habe eben auch schon also Sticker gemacht, also die habe ich auch schon in Wien verteilt und überall aufgeklebt eigentlich und ich weiß nicht, ich will einfach, ich mache es nicht irgendwie so als Selbstzweck, sondern eigentlich auch für andere Menschen, damit sie sich selber embracen und damit sie selber einfach sich selbst embracen können und ihre eigene Fabulousness einfach ausleben können und das ist mir eigentlich wichtig, ja genau. Ja, das House of Rausch besteht eigentlich aus 6 Leuten und das sind eben eigentlich meine Freunde und es besteht eben aus Künstlerinnen, es sind hauptsächlich auch Drag Queens drinnen und bei Balle Gefühle ist eigentlich immer das ganze House of Rausch anwesend und wir machen eben Performances mit Moderation und das ganze House of Rausch ist dort, wir stellen dort Kunstwerke aus von uns eben selber und dekorieren das alles und wollen einfach einen schönen queeren Safe Space schaffen, wo wir alle einfach einen schönen Abend haben können. Ja. Ja, das war eigentlich so, ich habe angefangen ins Maria zu gehen, ungefähr vor 2 Jahren oder so eigentlich und dann habe ich eben alle Leute kennengelernt und so mittlerweile bin ich eigentlich eh schon ein Stammgast da und so und dann habe ich mit dem Besitzer eben ein bisschen geredet und er war halt auch sehr interessiert dran, irgendwie meine Bilder ein bisschen zu pushen und hat mir eigentlich gleich am Anfang schon irgendwie einfach so unconditionally supported und mir das angeboten eben, dass ich meine Bilder dort irgendwie ausstelle, dass ich ihm das schicke und so, dass er das auf die Wand projizieren kann und dann, genau, dann war das einfach so und aber im Bright Village, bei dem Standl von Maria am Rathausplatz, da hat er eben auch meine Bilder so ausgedruckt, also so drucken lassen, größer und so, weil meine Bilder sind ja eigentlich nur so, also eigentlich verschiedene Größen, A4 oder so, von A4 bis A1 eigentlich die Größen und sie waren aber eigentlich das klein und er hat es eben dann
größer drucken lassen und dann auch beim Pride Village auf dem Standl von Maria Alter ausgestellt. Und das hat mich auch sehr gefreut eigentlich. Das war eigentlich so meine erste wirkliche Ausstellung, wo meine Panties wirklich eigentlich mal draußen waren sozusagen und nicht immer nur in meinem Zimmer waren. So. Ja, genau. Und ja, mittlerweile sind sie eh immer noch in Maria sogar. Also ja. Das freut mich sehr, ja. Und das Maria ist immer, eigentlich das Maria-Alter ist auch so ein Ort, der mich inspiriert irgendwie, weil man trifft immer einfach süße Menschen dort, finde ich, und die inspirieren mich eben auch zu meinen Handys immer wieder, ja. Ja. Also wenn ich mich auf Drag, ich weiß nicht, ja, dann ist einfach, es ist ja, Drag ist für mich einfach so eine Selbstausdrucksform, also eine Ausdrucksform, wo ich mich selber irgendwie noch mehr verwirklichen kann als im Alltag, wo ich einfach wirklich meine Kreativität einfach noch mehr ausleben kann irgendwie und kreativ einfach ausleben kann und an sich selber, wo man einfach sein eigenes, wo einfach du selber sozusagen das leere Blatt bist, das du irgendwie gestalten kannst. So. Ja. Ja, Instagram ist halt auch eigentlich eine gute Plattform, weil man sich selber halt einfach präsentieren kann. Irgendwie, ja. Und ich verwende es halt einfach, keine Ahnung, ja, damit ich halt meinen Drag irgendwie auch herzeigen kann und so und nicht nur, dass ich irgendwie beim Fortgehen dann irgendwo pen und dann sieht es halt niemand oder so und dann denke ich mir so, ja passt. Instagram ist eigentlich ein gutes Ventil, finde ich. Ich finde es gut, weil einfach, es ist eine Plattform, wo man sich selber präsentieren kann, wo man sich selber darstellen kann irgendwie. Und ich meine, natürlich, man kann nicht immer das richtige Bild irgendwie rüberbringen und es ist halt immer auch nur so ein Online-Social-Network einfach, wo man halt natürlich nicht sein wahres Ich wirklich rüberbringen kann, aber man kann einfach, ich finde es einfach eine gute Plattform, wo man seine Kunst einfach präsentieren kann auch. Ich meine, ich poste ja auch meine Handys und so dort und so, also. Und das Schöne ist, ich kriege einfach viel Support und so von den Menschen und das freut mich auch natürlich sehr und das pusht mich natürlich auch wieder und motiviert mich, dann weiterzumachen irgendwie und so, ja. Wir sind zurück und neben mir sitzt schon die wundervolle Kitty Willenbruch, Geschäftsführerin des Salon Kitty Revue. Hallo Kitty, wir freuen uns, dass du da bist. Hallo, servus. Ja,
Ich werde dich jetzt ein paar Fragen stellen. Und ja, mit was beschäftigst du dich in deiner freien Zeit? Also das ist eine sehr schwierige Frage, denn ich habe keine Freizeit. Okay, dann was machst du professionell? Ich bin seit, ich muss jetzt überlegen, weil ich behaupte immer, ich bin 25, aber ich bin seit unzähligen Jahren Friseurin, selbstständig und habe einen kleinen Salon. Und wir betreiben seit 5 Jahren die Voodoo Bar, gleich hier um die Ecke auf der Siebensterngasse. Also so gesehen habe ich keine Freizeit, sondern ich arbeite sehr gerne für meinen Lebensunterhalt. Ja. Und nebenbei veranstalten wir seit fast 10 Jahren die Salon Kitty Revue einmal im Monat. Okay, und was kannst du uns über dein Salon sagen? Also der Salon Kitty ist eben aus einer Idee entstanden, weil es in Wien, also beziehungsweise es gibt in Wien ist einfach eine Kleinkunststadt, ja, aber es gab überhaupt nichts in die Richtung eben Burlesque. Und wenn es, ich war immer schon ein Freund oder Fan von Drags oder von Travestie, mir war aber die Travestiekunst, die in Wien zu sehen war, einfach zu altbacken. Und ich wollte einfach eine andere Bühne dafür zeigen oder eine andere Bühne präsentieren von Burlesque, Boylesque, Drags. Und somit ist halt eben dieses kleine Event entstanden. Wie ich gehört habe, kommst du aus Rumänien, aus Transsilvanien. Mhm. Und ja, ich wollte dich fragen, ob vielleicht diesen Teil aus deinem Leben einen Einfluss auf das, was du machst, hat. Theoretisch schon, weil der Rumänien ist für mich irgendwie so ein total, wie sagt man halt, vielfältiges Land einfach. Und ich glaube, dass es mich schon immer geprägt hat und deswegen war ich auch immer in der Musik und in der Kunst tätig. Und ja, also wahrscheinlich wiederholt sich das auch immer. Ja, wie findest du Kunst in Rumänien und wie findest du Kunst in Wien? Schwierige Frage eigentlich, weil Kunst liegt immer im Auge des Betrachters. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen rumänischen Künstlern oder Wiener Künstlern, beziehungsweise in Wien lebt die ganze Welt. Also ist es, es gibt viele rumänische Künstler in Wien, also es ist, ja, das sehe ich jetzt als schwierige Frage eigentlich. Ja. Kann ich auch verstehen, aber du kommst aus einem kleinen Staat und dort gibt es sehr wenige Menschen, die sich mit Drag Queens oder Verkleidungen beschäftigen. Und hier ist total anders. Und deswegen wollte ich dich fragen, mit welchen Leuten du arbeitest. Jetzt in Österreich? Ja. Also das ist interessant, weil eigentlich kenne ich kaum Menschen aus Rumänien in Österreich. Also jetzt kenne ich dich. Super. Yeah. Vielleicht können wir mal gemeinsam was machen. Also interessanterweise arbeite ich eben mit sehr vielen Leuten aus unterschiedlichen kulturellen Ecken und Punkten oder halt auch unterschiedlichen sexueller Vorlieben. Witzigerweise aber niemand aus Rumänien. Vielleicht weil einfach das Land einfach noch zu, wie sagt man, strenggläubig ist und da einfach noch kein Platz dafür ist. Aber das wird auch. Also wenn du jetzt nach Bukarest gehst, ja, also das, schau, wenn du dir Bukarest anschaust, das wird. Ich werde dich jetzt eine persönliche Frage stellen. Bist du gläubig? Ja. Okay. Ich glaube, das ist jeder Rumäne, oder? Ja. Und also ich kreuzige mich auch die ganze Zeit und klopfe am Tisch, wenn ich was Böses sage. Ja, aber du bist gläubig und trotzdem beschäftigst du dich mit Sachen, die in Rumänien als verboten gesehen sind. Stimmt, aber ich bin in einer Familie, also in meiner Familie gibt es 4 unterschiedliche Glaubensrichtungen. Also meine Schwester ist katholisch, meine Großmutter ist Jüdin, ich bin orthodox. Also wir sind nie mit einem bestimmten strengen Glauben aufgewachsen, sondern eigentlich mit einem freien Glauben. Aber trotzdem eben den Glauben zu respektieren. Und das verbindet sich für mich ganz in Ordnung. Also ich kann damit leben, wenn ich Sachen mache, die vielleicht jetzt nicht so gern gesehen sind, weil es mir eigentlich am Arsch vorbeigeht. Ja, ich sehe es genauso. Und lass uns mehr über Salon Kitty Revue gerne reden. Was für Arten von Menschen kommen in deinen Salon? Ja, interessanterweise irgendwie, also ich habe schon oft darüber gesprochen, deswegen langweilt es mich, aber zum Beispiel, weil es halt eben wichtig ist, auch für Europa, aber die Conchita Wurst zum Beispiel hat, also ich war die Erste, der Conchita Wurst überhaupt eine Bühne gegeben hat in Wien. Ja. Das hat eigentlich am Anfang eben so, ich sage jetzt mal, vor 8 bis 10 Jahren keine Sau interessiert. Ja. Oder die Leute haben es belächelt. Aber es hat sich entwickelt und vielleicht war die Zeit einfach noch nicht reif vor 10 Jahren für eben diese Art von Drags, weil sie war ja doch eine der ersten, jetzt öffentlich die Bart getragen hat und sich geschminkt hat. Also jetzt eben auf diesen Stil sozusagen. Ja. Ja. Jetzt gibt es unzählige, ja, die halt eben auf diesen Look aufspringen. Ja.
Aber zum Beispiel sie hat halt bei uns angefangen und ich habe ihr halt damals als Einzige auch eine Bühne gegeben. Und es war erfolgreich, weil sie hat den fucking Eurovision gewonnen. Also. Aber vielleicht, weil sie auch was kann. Also. Nicht nur, weil sie Bart trägt. Ja, ja, das muss es auch sicher sein. Und schaust du RuPaul Drag Race? Interessanterweise habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben eine einzige Folge gesehen. Nein. Ja, ich weiß nicht. Ich schaue nicht so viel Fernsehen und ich bin auch nicht jemand, der Internet nutzt und so. Also nicht für diese Zwecke zumindest. Ich habe es deswegen geschaut, weil ich bin einmal über den Jacques Patriarch, der das Imperial Madness veranstaltet, mit Detox aufgetreten. Und ich habe mich mit ihm als lustigerweise Backstage, als Mann, total gut verstanden. Und dann war ich so fasziniert von seiner Drag-Persona, dass ich ihm versprochen habe, dass ich mir eine Folge anschaue. Und das habe ich dann getan und ich fand es total super. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich merke halt schon, also jetzt auch über das Imperial Madness, was ja auch oft stattfindet, ich glaube dreimal im Jahr in Wien, wo unterschiedliche Drags dann auch immer aus RuPaul dann hier performen. Es ist jetzt voll böse, was ich sage, aber hast eine gesehen, hast alle gesehen. Also außer, dass die unterschiedliche Haare tragen, reden sie das Gleiche, acten das Gleiche. Also für mich persönlich ist es jetzt nicht so mega interessant, aber okay. Wer mich auch total gut fand, wobei ich habe nur ihre Performances gesehen, ist Violet Chachki. Die finde ich aber deswegen spannend, weil sie halt eben wieder das Burlesque macht, wo ich zu Hause bin. Und nicht so dieses über hysterische. Ja, Violet finde ich auch sehr cool und ich mag ihren Style und so. Und deine Arbeit als Friseurin, das heißt auch sehr viel Kunst und sehr viel Schmink und sehr viel mit Haare zu beschäftigen und Schneiden und Farbe und alles. Und all diese Kategorien kommen auch in Drag vor. Wirst du von deiner Friseurarbeit beeinflusst? Also ich sage es einmal so, ich tue mir vielleicht einfacher, weil ich einen anderen Zugang habe als wie ein ganz junger Drag, der neu anfängt, weil ich einfach schon das Know-how habe. Ich habe auch als Make-up-Artist gearbeitet. Also ich bin jetzt nicht kein guter Drag-Make-up-Artist, aber ich weiß die Basis von Schminken und von Haare machen. Beeinflusst, muss ich da ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, ja. Ich mache den scheiß Job schon so lange. Macht ihn bestimmt auch viel Spaß. Ja, also was ich habe, ich sage mal so, ich habe vielleicht durch diesen Job einen Zugang bekommen zur Subkultur. Und für mich ist Drag immer noch eine Subkultur irgendwo halt, ja. So wie Punk oder halt, es ist ein trashy Lifestyle. Ja, es ist ein Lifestyle, den man lebt. Vielleicht habe ich dadurch einen schnelleren Zugang bekommen zu dieser Szene. Egal ob es Metal, Hardrock, Kunst, eben Punkrock, bla 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 ist. Als wie jetzt, keine Ahnung, der Nachbars Walter, ja, der vielleicht noch nie damit zu tun hatte, weil er überhaupt nie dazu kommen würde. Was kannst du uns über euren Events sagen? Also das Event findet einmal im Monat statt. Wir haben halt immer vier. Also im Jänner, Februar, März, April, dann machen wir Pause und dann immer September, Oktober, November, Dezember. Und es ist halt, ich überlege mir schon das ganze Jahr im Voraus, wem ich als Gast einlade. So wie zum Beispiel jetzt in diesem Monat eben Hungry. Eigentlich hätte das ein Halloween-Event werden sollen, deswegen auch eigentlich die Überlegung mit dem Namen Transsilvanien. Weil es eher gruselig sein sollte, also eben so die Heimatstätte auch von Graf Dracula und so, aber es hat sich halt irgendwie terminlich nicht ergeben. Deswegen ist es okay, dass es eben am 3. November stattfindet. Und Hungry halt deswegen, weil ich einfach total begeistert bin. Also ich verfolge sie schon seit 2 Jahren, auch ein bisschen so auf Instagram und hatte die Ehre, dieses Jahr im April mit ihr gemeinsam in Berlin aufzutreten. Und war halt eh schon immer überzeugt von dem, was sie macht, aber ich habe sie noch nie live gesehen. Und ich habe gewusst, wenn ich mal ein Halloween-Event mache, dann ist sie meine Hauptperson, die ich einlade. Und das hat sich jetzt Gott sei Dank echt ergeben. Und sie ist da. Cool. Und sie ist die Queen of Transylvania. Ja, Vampirismus spielt auch bestimmt eine große Rolle, oder? Aber für mich immer, weil das ist ja Begehren. Also, das ist ja Begierde. Ja. Und das muss man haben, wenn man das einen Job macht, ja. Cool, danke dir sehr. Wenn du noch etwas erzählen kannst, kannst du ruhig erzählen. Und ich weiß nicht, fühl dich wie zu Hause. Was soll ich denn erzählen?
Also genau, was ich noch erzählen könnte, also ein Aufruf an alle Drags und Künstler oder Performer oder Musiker im Jänner am 27., wenn ich mich stark erinnere, machen wir einmal im Jahr, immer im Jänner machen wir ein Event, das nennt sich Grätzl Queen. Da kann jeder, der auf die Bühne was bringen möchte, eine Performance machen, also quasi aus jedem Bezirk, aus jeder Gender-Klassifizierung, jeder wie er möchte, und dann wird halt eben die Grätzl Queen quasi gekürt, natürlich durch ein Publikumsvoting. Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt so halb, wie sagt man, also es soll keine Competition sein, es soll eher Spaß machen, aber es ist immer ganz lustig irgendwie, dass man das Publikum einbezieht und es gibt nichts zu gewinnen, außer dass man Grätzl Queen wird, ja. Yes. Also das zum Beispiel, also falls ihr was performen wollt, 27. Jänner, bitte vorher mir schreiben und dann machen wir ein super Event daraus. Cool. Danke, dass du da warst und wir haben uns sehr gefreut. Und danke. Du bist eine coole Person. HIV doesn't make the headlines anymore. So it seems less of a danger. And because no one's talking about it, it also seems more shameful to those carrying the virus. Vanguardist, the leading gay magazine in Austria, Germany and Switzerland, wanted to raise the issue, to reach a much wider audience and put the topic in people's hands again. Three HIV-positive people from different backgrounds were willing to donate blood. With the help of Harvard and Innsbruck universities, we then injected the blood into the printing presses and created a special limited edition of the Vanguardist HIV Heroes issue of 3,000 copies. Every word, every line, every picture, every story carried the blood. The magazine was sealed in a plastic envelope, challenging readers to first break the seal and help break the stigma. Touching the magazine is as safe as shaking the hand of an HIV-positive person. Still, reactions varied. A unique magazine will hit newsstands. The cover is printed with ink containing blood from HIV-positive people. The HIV-positive issue was immediately picked up by media around the globe. It was shared 5.5 million times and covered by over 300 publications with a worldwide reach of 32 million. We earned media of $1.98 million. Now we have the magazine in a plastic cover, but they are telling us that you can't get HIV. HIV made the headlines again, and conversations are being reignited every day. Als nächstes erwarten euch wieder unsere zwei lovely ladies im GUG. Und danach gesellt sich Arthur Singer zu mir, der uns etwas über seine Eventreihe Tricky erzählt. Viel Spaß mit Charity Joystick und Lady Nat Job! Hallo! Hi. Willkommen zurück zu Charity und Lady Nutshot. Und heute haben wir ein tolles Thema. Es ist der 21. und jetzt ist gleich Weihnachten. Oh mein Gott. Freust du dich schon? Hast du schon alle Geschenke? Ich habe noch gar nichts. Ist schon der 24. Nein! Ich bin jedes Jahr so eine unfassbare Mess. Ich kaufe die Weihnachtsgeschenke prinzipiell immer am 23. Dieses Mal ist der 23. ein Samstag, da wird es sich ab. Und weißt wo? Hm? Ich gehe dazu immer, dumm wie ich bin, auf die Mariahilferstraße. Oh Gott. Wo sowieso Mann. Immer am vollsten. Ich habe mir mal überlegt, ob ich mich in so ein Segelboot mit Rädern setze, mit Rudern, und einfach mit so einer Fliegerbrille zum Indiana Jones Titellied durch die Menge rase. Ja. Echt? Und auch in diesem Outfit, ja. Es ist jetzt nämlich sehr kalt schon mittlerweile. Und das du brauchst eine Haube. Aber ich habe immer so ein Tüchlein da so um meine Haare. Ich habe es mir jetzt rosa gefärbt. Und es ist immer warm. Das ist so angenehm. Das ist eines der praktischsten Dinge im Drag, sind Verrückten, wenn es kalt ist. Im Sommer ist es furchtbar. Im Sommer ist es kein Drag im Sommer machen. Kein Drag im Sommer. Drag ist eigentlich aber auch nicht im Winter. Aber auch eigentlich nicht im Winter. Eigentlich nur im Herbst und im Frühling.
Ja. Ja, aber Weihnachten naht, Geschenke kaufen. Für wen kaufst du Geschenke? Oh, für wen kaufe ich Geschenke? Für meine Familie, für meine Freunde und für meinen imaginären Boyfriend. They never keep up. Na, was das immer jetzt begonnen habe, imaginärer Boyfriend, ich kaufe mir einfach selbst Sachen. Ich kaufe mir was, ein Geschenk machen. Gönn dir, gönnt euch was. Okay. Ist das unser heutiges Thema? Ja. Gönn dir was? Eigentlich wollte ich sagen, eigentlich das Drama um keinen Boyfriend haben, aber gönn dir was ist besser. Oh, gönn dir was. Wir können die beiden Themen verbinden. Wenn man keinen Boyfriend hat, kann man sich automatisch mehrere Dinge leisten oder gönnen. Oder gönnen. Was ich hin und wieder mache, dass ich mir echt so eine Date-Night für mich selbst mache. Oh. Klingt egoistisch, aber es ist Ich bin die Nacho. Du schläfst mit dir selber. Ja. Ja, nein. Na, aber wie es ist wirklich aus? So, weil wer gibt einem Romantik, wenn es einfach keinen gibt? Muss man es selbst machen, because love yourself und kennen wir eh alle. Ja, aber es ist wichtig, dass man mit sich selbst klarkommt. Jetzt ist es so, wenn ich mir jetzt vorstelle, was würde ich jetzt machen mit einem Boyfriend, was ich jetzt alleine mache? Ich würde mir ein schönes Essen kochen. Mhm. Auch zwei Portionen. Das ist ja, das ist ja jetzt kein Grund, aber es nicht romantisch ist. Kerzenschein. Oh Gott, ey, weißt du was das richtig... Erst gestern wieder lauter Kerzen anzünden, die Wohnung hat zum Glück nicht brennt, aber... Gut, der Adventkranz, und den kann man jetzt auch anzünden. Ja, jetzt ist es eh schon der 21. Jetzt ist es eh schon... Ist nicht eh schon wurscht? Ist schon wurscht. Jetzt brennen schon drei. Jetzt kann schon das vierte mitbrennen. Ja, aber es ist wirklich so, und dann der Kerzenduft ist ja eigentlich auch ganz nett. Das ist richtig. Vor allem, da muss man immer lüften. Das Schlimmste am Single-Dasein... Wir machen heute Sprünge. Das Schlimmste am Single-Dasein ist Dates. Was ist dein schlimmstes Date, das du jemals hattest? Ist das mit Abstand schlimmste Date, das du je hattest? Jedes. Mein Date mit der Depression. Na, aber was wirklich schlimm ist, und du möchtest jetzt... Dir geht's ja nicht so. Ich kenne dich. Aber ich weiß ein paar... die nie in einer Beziehung waren und dann sind sie auf einem Date. Und dann natürlich immer so diese Hoffnung aufbauen, vielleicht wird es dieses Mal was, never do it. Aber was wirklich problematisch ist und schon fast wie ein Fluch ist, wenn du nie in einer Beziehung warst und dann wirst du gefragt so, und wann hattest du deinen letzten Freund? Wird man das häufig gefragt? Das wird man gefragt und dann sitzt man so da so, never. Oh Gott, kannst du das nochmal machen? Das ist disgracefully beautiful, wenn du das machst. Ich kann mir heute alles glauben, ich habe keine Gesichtszüge. Ich bin halt Mask for Mask. Mask with Mask. Mask with Mask. Nein. Und das wird man häufig gefragt. Das wird man gefragt und dann sitzt man so da so, I wanna pay. Na wirklich. Es ist aber auch nicht besser, wenn du gefragt wirst, wie viele Beziehungen hattest du schon und du hast. Und alle waren furchtbar. Nein, sie waren nicht furchtbar, um Gottes Willen. Meine ehemaligen Beziehungen waren nicht furchtbar, sie waren grauenhaft. Nein, um Gottes Willen, sie hatten ihre Daseinsberechtigung. Erfahrung ist Erfahrung. Das stimmt. Und auch als Dauersingle, und dieses Wort ist eigentlich unnötig, aber als jemand, der nie in einer Beziehung war, macht man auch Erfahrungen. Und auch gute. Das ist richtig. Man weiß nämlich dann auch, was man nicht möchte. Was aber auch problematisch sein kann, wenn man dann vielleicht ein bisschen engstirnig wird. Weißt du... Aber wird man das durch Beziehungen auch? Man wird vor allem bitter. Cheers. Cheers. So, mit diesem Teil hier trinken ist jetzt irgendwie... Nächstes Mal ein Stroh. Um Gottes Willen. Aber der ist kurz. Der ist zu kurz. So wie die Regierung. Gottes Willen. Nicht da drüber. Ich hatte ein furchtbar elaborates Date einmal.
Da hat nach einer Zeit der Typ, jetzt musst du dir das vorstellen, der hat 6 Getränke, also insgesamt 12 für ihn und für mich bestellt und hat die nach der Reihe nach aufgebaut, also so das Größte zuerst und dann das Kleinste zum Schluss. Und dann hat er wirklich gesagt, so, jetzt trinken wir alle diese 6 Getränke und wenn man und die mit 6 zahle ich dir, zahle ich dir das Taxi heim. Und er fuhr mit. Okay. Das war so elaborat. So sollte jeder drauf sein. Ja, und seid ihr miteinander heimgefahren? Mhm. Ist gut. Weiß ich nicht, ich hatte 6 Getränke. Ich habe jetzt nicht mehr viel mitbekommen. Na, aber Dates sind schlimm. Und was auch gar nicht so ohne ist, zu sagen dann, ja, und ich bin eine Drag Queen. Wieso hat Charity Joystick nicht ein Date mit dir als Mann? Soll ich dann so ein halbes Gesicht aufmachen? Ja, und dann du schaust immer so in seitlich, den Spiegel. So seitlichen Spiegel haben auf den Seiten. Oh mein Gott, wieso habe ich nicht ein Date mit meinem Drag-Ich? Oh, ich weiß genau, warum ich kein Date mit meinem Drag-Ich habe. Wieso? Ich weiß nicht. Okay, sie würden sich gut verstehen. Beide rübsen sehr viel, beide waschen sich nicht jeden Tag, beide tragen gerne Masken. Außerhalb von gewissen Dingen, sage ich jetzt mal. Aber wird ihr Date mit mir? Ich bin eigentlich schon ganz anders als Typ, weil in Drag rede ich viel tiefer. Echt jetzt? Ja. Wow. Na wirklich, da habe ich dann automatisch so diese basale Stimme und man denkt, das ist auch so. Ich melde mich an. Das ist schon irgendwie was, wenn ich meinen BH anziehe oder meine Schuhe. Es macht schon was mit der Stimme. Nein, wirklich. Aber es macht das automatisch. Oh, und das kannst du nicht kontrollieren. Ich bin jetzt mal so richtig Mask vom Mask. Moment. Wie ist man männlich? Das nennt sich Manspreading, aber ich kann das jetzt mit diesem Mermaid-Rock nicht machen. Oh mein Gott, ich bin so eine fucking Mess. Cheers! Cheers! Cheers. Auf! Prost! Hoffe damit, Prost! Cheers! Und so bin ich bei meinem ersten Date. Jetzt hast du ein gutes Bild. Oh Gott, können wir kurz, nur noch ein paar Minuten, können wir so tun, als wären wir beide auf einem Date? Pass auf, wir drehen uns um und ich zähle bis 3 und dann sind wir gemeinsam auf einem Date. So, 1, 2, 3. Hi. What are you doing tonight? Es ist doch nicht sehr viel geplant. Oh, aber was könntest du denn vorhaben? Naja, vielleicht etwas mit dir zusammen. Wir könnten Hackfleisch kochen? Das ist mein Leibgericht. Oh Gott! Als Braten? So viel Körperkontakt hatte ich noch nie beim ersten Date. Bitch, du hast einen Handschuh. Entschuldigung! Ja, mein Gott, Verhütung ist wichtig. Immer safe bleiben. Ja, auch mit den Händen. Auch mit den Händen. Mit wem redest du jetzt eigentlich gerade? Du sollst mit mir reden. Ich bin gerade auf deinem Date mit dir. Ich kann es mir doch noch immer nicht vorstellen. Was sind deine Hobbys? Freunde verarschen. Oh, pass auf, ich habe eine Frage für dich. Achtung! Wie viele Beziehungen hattest du schon? Keinen, aus Windet auch keine. Naja, das macht nichts, ich hatte 548. Oh, und how could you? Es war eigentlich ganz okay. Würde die Chemie passt. Ich schwöre, die Chemie passt. Die Chemie. Also so hier und hier und hier. Die Chemie passt. Also biochemisch passt es bei mir auch ganz gut. Aber ich habe jetzt keine Atteste dabei. Und, was stimmt, wenn man mit jemandem auf ein Date geht. Wer weiß, wie viele Geschlechtskrankheiten der hat. Aber, ach so. Wenn du mit jemandem auf ein Date gehst, wann tauschst du die Handynummer aus? Na, vorher. Echt? Also ich tausche die Handynummern immer vorher aus, weil falls sie irgendwas dazwischen kommt oder sowas, ich tausche die immer vorher aus. Das liegt auch daran, dass die ganze Zeit mein Telefonbuch so voll ist. Na, was mir nämlich schon passiert ist, dass ich so richtige
Weirdos gehabt habe, die dann mit dauernd am Handy gemeldet haben, also die dann keine Ruhe lassen haben, wenn irgendwie da nichts draus worden ist. Deswegen gebe ich meine Nummer immer erst nach dem realen Kennenlernen her. Das ist klug. Stell dir vor, abschließend, stell dir vor, du müsstest mit jedem einzelnen Date, das du jemals hattest, Weihnachten feiern. Ich mag es mit meiner Familie schon nicht. Da mache ich lieber ein Date mit mir selber. Okay, na, Ende. Ende. Auf Wiedersehen. Wir sind zurück und neben mir sitzt der legendäre Arthur Singer, Veranstalter von Tricky. Also hallo und herzlich willkommen. Ich wollte dich fragen, wie du dazu gekommen bist, Events zu machen, hier in Wien. Dazu gekommen bin ich durch die Gelegenheit, meine Schwester damals im U4 war Manager vor 35 Jahren. Und ich war Heaven-Fan in London und es war zu teuer, jedes Wochenende nach London zu fahren, um ins Heaven zu gehen. Deswegen habe ich es versucht, in Wien selbst zu machen, eben gute Hausmusik und für schwules Klientel. Ja, und was kannst du uns über Tricky Events erzählen? Genau, Tricky ist jetzt mein neuer Event in Wien. Nach dem Heaven irgendwie, keine Ahnung, was die tun, aber ja, das ist quasi der Kontakt mehr oder weniger abgebrochen zu den Herrschaften, denen ich das Heaven übergeben habe. Ja, und jetzt habe ich das Tricky wieder angefangen, um wieder einen Event zu haben mit aktueller Hausmusik, weil alles, was sonst so gibt, ist eher kommerziell. Wir sind eher im Underground musikalisch tätig, also eben, wir spielen Musik, die man noch nicht gehört hat, sagen wir so. Und wie oft und wann findet Tricky statt? Ziemlich unregelmäßig gerade. Also jetzt im Oktober waren wir viermal, jede Woche einmal. Morgen haben wir Vollmondparty. Yay, Party! Aber dann erst wieder in 6 Wochen, vor Weihnachten. Am 23. Dezember war das. Ja. Und wo findet die Veranstaltung statt? Im Prime Club im ersten Bezirk, ein neuer Club, das ich noch etablieren muss, aber wird schon, würde ich sagen. Was wollen Sie uns noch erzählen? So allgemein über Partys, Clubs, oh Tricky. Tricky ist irgendwie ein kleines Sorgenkind, weil es sind irgendwie immer wenig Gäste da, obwohl wir jetzt auch schon Wochenende machen. Ich weiß nicht, warum es so zaghaft ist, weil wir nicht die Populärmusik spielen vielleicht, ja, die halt alle Schwulen gerne haben, zum Mitsingen und so weiter. Und schon vom Spiegel probiert zu Hause die Moves. Das geht bei uns nicht. Die Schiene. Ja, aber es ist auch immer gut, etwas Neues zu bringen. Eben, und so. Ja. Für mich ist es schon auch Musikerziehung für die Leute. Das ist der Anspruch sozusagen, immer was Neues zu spielen. Und machen Sie das alleine? Nein. Wir sind 2 Menschen, Sheriff und ich. Ja. Also läuft so. Ja, läuft. Super. Wobei wir im neuen Jahr haben wir vor, wahrscheinlich einen Tea-Dance wieder zu machen. Sunday Tea. Also am Nachmittag anfangen. Bis Mitternacht. Neben mir habe ich jetzt Sheriff, der Partner-Event von Arthur. Er wird uns mehr über Prime und Tricky erzählen. Was kannst du uns noch über Tricky und Prime erzählen? Über Tricky und Prime? Also dazu muss ich mal ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe den Arthur kennengelernt, als ich 18 war. Also es ist schon über 10 Jahre her. Und er hat immer coole Musik zu Hause spielen gehabt. Und das hat mich dann natürlich auch animiert, ihn zu animieren, wieder aufzulegen. Und dann haben wir Tricky gemacht, als Folgeevent, also als großes Folgeevent gedacht von Heaven oder als Parallele. Und sind jetzt nach 3 Jahren Flug, sind wir jetzt im Prime Club im ersten Bezirk.
gegenüber vom Kö ist das so ein Kellerlokal, da geht man die Stiegen runter und hat einen netten kleinen Club. Und dort veranstalten wir jetzt zurzeit Tricky. Okay, und wie wurde diese Veränderung vom Fluch nach Prime sich angefühlt? Wie sich's angefühlt hat? Ja. Also der Prime Club ist kleiner als die Flugwanne. Das Publikum ist natürlich ein anderes Stammpublikum, weil wir im ersten Bezirk jetzt sind im Prime. Und im Flug hatten wir das Flug-Stammpublikum. Und da habe ich schon den Unterschied gemerkt. Okay. Von den Leuten her, ja. Und jetzt machen wir nicht nur mehr Donnerstage, weil es war ja als Donnerstagsclub gedacht. Jetzt haben wir auch am Wochenende Termine, wo wir am Wochenende auch veranstalten. Und hin und wieder machen wir auch Free Parties am Wochenende, also gratis Eintritt für alle. Das ist schon eine coole Sache. Und ja, erzähl mir über das Musik, die dort läuft. Also wir spielen eigentlich das, was keiner sonst davor gehört hat in der elektronischen Musikszene. Es ist eher so House mit Techno gemischt, Underground. Progressiv ist es auf jeden Fall. Mhm. Und wir sind auf Update bedacht. Das heißt, wir bringen natürlich auch immer neue, gute Musik, aktuelle aus dem aktuellen Jahr oder aus dem Vorjahr. Und wie kommt eure Musik an das Publikum rüber? Also wir sind gewöhnt, dass die Gay-Community sozusagen eher Popmusik hört oder so Britney Spears Sachen und so, und dann kommt ihr voll mit etwas Starkes und Neues drinnen und ja. Also das beste Beispiel, was ich nennen kann, ist das Circus in der Arena, was die Tamara Mascara veranstaltet. Da spielen wir immer im Beisel, das heißt abseits vom Zirkus selbst. Und wir haben dann natürlich auch die Leute, die aufs Zirkus gehen, die kommen dann auch ins Beisel zu uns. Und wir haben schon oft gehört, dass sie sagen, es ist einfach die beste Musik hier bei uns. Und warum wir nicht in der großen Halle spielen, haben wir schon öfters gehört. Und dann haben wir denen halt erklärt, wie die Sachen laufen. Dass Zusammenarbeit nicht immer leicht ist unter schwulen Veranstaltern. Das stimmt. Oder wie man sich eigentlich, ich mir die Solidarität wünschen würde, zumindest eh schon unter schwulen Veranstaltern, wo der Kreis eh schon so eng ist. Aber ja, das ist das Beispiel, dass dann die Leute, die dann bei uns sind, es ihnen dann doch gefällt, aber sie kennen es nicht, weil natürlich überall auf den kommerziellen Homo-Veranstaltungen dieselbe Musik spielt. Und die wird langweilig mit der Zeit natürlich. Wann wird euren nächsten Events oder Termine stattfinden? Der nächste Termin ist am 23. Dezember im Prime Club. Ist wieder tricky, da machen wir Christmas Party mehr oder weniger, es fällt halt an dem Termin. Und wir starten um 23 Uhr, am 23. Dezember. Dann freuen uns wir darauf. Und noch eine Frage, wie findest du die Gay-Community in Wien? Es gibt viele Gruppen, würde ich sagen. Viele Stereotype unter Schwule. Wo würdest du dich selbst kategorisieren? Bist du auch ein Stereotyp oder eher nicht? Na, eher wieder mehr Außenseiter. Okay. Also schwul, aber schwuler Außenseiter. Okay, kann ich gut verstehen. Also, ich weiß, hast du dich schon gedacht, Drag zu machen? Eigene Tracks? Eigene Musik? Nein, oder? Drag. Drag. Aha. Kannst du dich nicht als Drag Queen vorstellen? Ich habe es schon ein paar Mal gemacht mit Arthur, weil er ja. War er auch Drag Queen? Ja, ja, viel öfters. Und da habe ich das auch einmal ausprobiert mit ihm gemeinsam. Und es war lustig, aber nicht jetzt, dass ich das jetzt täglich machen würde. Habt ihr schon darüber gedacht, als Drag in den Club, im Prime oder zu Tricky Event angezogen zu gehen? Ja, das haben wir schon gemacht. Hatte am schon? Karneval, im Flug damals. Da waren wir schon verkleidet, eher mit drei Perücken. Das hört sich schon crazy an. Ja, hat gut ausgeschaut auf jeden Fall. Schaust du RuPaul Drag Race? Nein, was ist das? Das ist so ein Drag Queen Show, aber also ein Wettbewerb zwischen Drag Queens und ja, die müssen mehrere Proben durchgehen und durchführen und
Okay, nein, kenne ich nicht, aber klingt ja lustig. Das ist auch so ein Stereotyp von Gay in Wien, denn es gibt diese Leute, die sich mit dem Thema sehr beschäftigen und die Themen, die überhaupt nichts davon wissen. Mhm. Ja, witzig. Ja, voll. Und ja, erzähl uns was. Erzähl uns noch über Prime und Tricky oder ihre. Macht ihr jetzt nur Tricky? Wir machen zurzeit nur Tricky im Prime, was ein neuer Club ist, der gerade dabei ist, sein Establishment zu bekommen und sein Stammpublikum aufzubauen. Das wird schon schwer sein wegen dem Geschmack der Gays in Wien. Ja, das, und es ist halt auch der erste Bezirk, aber die Leute finden schon trotzdem zu uns in den ersten Bezirk auch. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart, und wir haben uns sehr gefreut und viel Spaß noch. Danke. Und wir freuen uns auf den Tricky-Event. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Es verschlägt uns wieder in eines der vielen schönen Zimmer des Hotels Zeitgeist, wo Tom von der AIDS-Hilfe Wien eure Fragen zum Thema PrEP beantwortet. Danach erfahren wir mehr zum Jugendabend der Hossi Wien, denn wir haben wieder Michael Richter bei uns. Jetzt erstmal gute Unterhaltung bei Frag Tom. Jo, hallo wieder alle zusammen zur nächsten Ausgabe von Frag dem Tom. Ich bin eben der Tom von der AIDS-Hilfe Wien. Für alle, die meine erste Sendung versäumt haben, letztes Mal ist es ja um das Thema Chemsex gegangen. Heute geht es um das Thema PrEP. Für jeden interessant. Jeder kennt es, jeder weiß ungefähr, was es ist, aber nicht jeder weiß, was es wirklich konkret ist, was wichtig ist, dazu zu wissen. Und einleitend werde ich wieder ein bisschen was Allgemeines erzählen und dann gehe ich wieder auf die Live-Fragen unserer Zuseher, Zuhörer, wie auch immer ein. Ja? So, PrEP haben wir ja schon gesagt. Es geht heute um die PrEP. Was ist die PrEP überhaupt? Im Prinzip ausgesprochen heißt es Präexpositionsprophylaxe. Das heißt, ein Schutz, bevor man sich einer Risikoexposition aussetzt. Im Prinzip ist es nichts anderes wie ein HIV-Medikament, das vor einer Risikosituation eingenommen wird, um eben zu verhindern, sich mit HIV anzustecken. Das ist eben eine Pille, die man eben einnehmen muss. Und ich glaube, im Laufe der Fragen, die, was ich jetzt schon einmal so gesehen habe, die schon reinkommen sind, werden wir dann, glaube ich, noch drauf kommen oder drauf eingehen, was genau wichtig ist, was man beachten muss, wie man es beachten muss und so weiter, wie man es einnehmen sollte. Stürzen wir uns gleich mal auf die erste Frage. Die kommt vom Andreas aus Krems. Was sind die Voraussetzungen für die PrEP? Gut. Wichtige Voraussetzung, glaube ich, können wir uns alle vorstellen, ist einmal HIV-negativ zu sein, weil sonst die zu spät ist für die PrEP. Was sind die Voraussetzungen? Voraussetzungen im Prinzip gibt es jetzt so nicht. Wichtig ist, man soll jetzt immer damit auseinandersetzen, was ist es, wie nehme ich es, wofür ist sie. Dann geht man zu einem Spezialisten, der sich hier mit der PrEP auskennt. Auch, man kann auch eine PrEP-Beratung bei uns in der AIDS-Hilfe Wien in Anspruch nehmen, einfach per E-Mail oder per Telefon Kontakt aufnehmen und einen Termin ausmachen. Einfach sagen, es geht um eine Beratung zum Thema PrEP, vorbeikommen, Fragen stellen und dann kann man das alles besprechen. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu den Voraussetzungen. Wichtig ist eben, dass vorher ein paar Sachen abgeklärt werden sollten. Wichtig ist eben, wie wir schon gesagt haben, es muss immer ein HIV-negatives Testergebnis vorliegen. Es sollte HIV-Infektion auch definitiv ausgeschlossen werden können. Das heißt, unter Berücksichtigung des diagnostischen Fensters, dass eben wirklich kein Risiko stattgefunden hat und nicht doch noch irgendwie HIV-Infektion in den letzten Tagen übertragen worden ist. Es sollten andere STIs, also sexuell übertragbare Erkrankungen, abgeklärt werden, Syphilis, Hepatitis C, Chlamydien, Tripper.
ganz wichtig, ganz sehr, sehr wichtig ist, dass die Hepatitis B-Impfung da ist, beziehungsweise der Impfschutz aufrecht ist. Wenn kein Impfschutz gegeben ist, dann sollte das vorher durchgeführt werden. Weil das Problem ist, das Medikament, das als PrEP verwendet wird, wird auch für die Behandlung von Hepatitis B-Infektionen eingesetzt. Das heißt, wenn man jetzt nicht geschützt ist durch eine Impfung gegen Hepatitis B und man nimmt dieses Medikament, diese PrEP, und man steckt sie dann mit einer Hepatitis B an, unterdrückt es das zwar, aber sobald man nachher die PrEP absetzt, kommt sie nachher umso energischer raus, die Hepatitis B-Infektion. Und was auch noch ganz wichtig ist, das ist, eine Nierenfunktionskontrolle sollte durchgeführt werden beim Hausarzt, beim HIV-Spezialisten oder beim PrEP-Spezialisten, weil natürlich, man darf nicht vergessen, das ist eine Medikamenteneinnahme, die man regelmäßig zu sich nimmt, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf körperliche Funktionen. Deswegen eben ganz wichtig, die Nierenfunktionskontrolle. Gut. Schauen wir uns die Frage von Benjamin aus Salzburg an. Was sollte man bei der Einnahme beachten? Was sollte man beachten? Ganz wichtig, dass man es auch wirklich so nimmt, so wie sie genommen werden muss. Es gibt, die PrEP ist ja zugelassen in Österreich. Grundsätzlich zugelassenes Einnahmeschema ist die kontinuierliche Einnahme. Das heißt, man nimmt jeden Tag alle 24 Stunden eine Tablette PrEP ein, um dann quasi vor einer HIV-Infektion geschützt zu sein. Man sollte aufpassen, man sollte schon einige Tage früher anfangen mit der Einnahme, weil natürlich das eine Zeit dauert, bis das Medikament auf die Schleimhäute sich absetzt und quasi dann ein Eindringen des HIV-Virus verhindern kann. Die kontinuierliche Einnahme, wie gesagt, eben ist dann alle 24 Stunden eine Tablette. Und es gibt aber noch ein anderes Einnahmeschema, das ist die anlassbezogene PrEP, die offiziell nicht zugelassen ist in Österreich, aber sehr viele das auch so machen. Bei der anlassbezogenen Einnahme geht es darum, dass man, wenn man jetzt weiß, man wird jetzt zum Beispiel am Wochenende auf eine Sexparty gehen und man will einfach einmal sämtliche Kontrolle loslassen und sagen, egal was dort passiert, aber dass man geschützt ist, gibt es eben die Möglichkeit des anlassbezogenen PrEP. Das heißt, man nimmt 2 bis 24 Stunden, eher so Richtung 24 Stunden vor dem Sex, 2 Tabletten ein. Dann hat man irgendwann in diesen 24 Stunden dann auch 6. Dann 24 Stunden nach der Ersteinnahme nimmt man wieder eine Tablette und dann weitere 24 Stunden danach noch einmal eine Tablette. Das heißt, man kommt auf genau 4 Stück PrEP und auch dann hat man einen Schutz vor einer HIV-Infektion. Es klingt jetzt, diese anlassbezogene PrEP, die klingt ein bisschen kompliziert, sie ist aber dann, wenn man es dann einmal durchschaut hat, funktioniert es ganz gut. Also dann hat man es relativ schnell drauf, wie man es richtig einnehmen muss. Fällt mir noch was zur Einnahme ein? Nein, im Moment nicht. Sollte mir noch was einfallen, dann melde ich mich. Nächste Frage. Haben wir jetzt im Prinzip schon geklärt. Der Ludwig aus Gmunden möchte wissen, ob man die Tabletten jeden Tag nehmen muss. Ja, quasi kontinuierlich Einnahme, jeden Tag, alle 24 Stunden. Genau, auf das sollte man natürlich achten, dass man das wirklich, wenn man es kontinuierlich nimmt, dass man keine Dosis auslässt, dass man keine Dosis vergisst. Sonst bringt es nicht so viel. Und eben bei der anlassbezogenen PrEP für einen gewissen Zeitraum muss man dann auch jeden Tag die Tabletten nehmen. Gut, ich habe euch alle schon vorweggenommen. Ich glaube, eure Fragen schon vorher beantwortet. Sebastian aus Schwarz, wir wissen, sollten Untersuchungen während der Einnahme gemacht werden? Wir haben ja vorher darüber gesprochen, es sollten Untersuchungen vorher gemacht werden. Und jetzt geht es auch darum, diese Untersuchungen sollten natürlich auch regelmäßig während der Einnahme gemacht werden. So, man sagt immer, circa alle 3 Monate sollte eben der HIV-Status kontrolliert werden, STI-Status, irgendwelche anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen und die Nierenfunktionskontrolle sollte natürlich auch regelmäßig gemacht werden. Wo kann man die Untersuchungen machen? Beim PrEP-Spezialisten, beim Hausarzt, soweit es möglich ist. Bei der AIDS-Hilfe Wien können natürlich auch diverse Untersuchungen gemacht werden. Unser Testangebot findet ihr eben auf www.aids.at. Da könnt ihr mal nachlesen, welche Tests wir eben so haben. Genau.
oder direkt in ein Labor gehen, das ist auch immer möglich. So, Reinhard aus Wien, wie viel kostet die PrEP? Das ist eine sehr gute Frage. Die PrEP, wie wir schon gesagt haben, sie ist offiziell ist sie zugelassen in Wien, das heißt, jeder kann sie beziehen, aber sie wird, die Kosten werden nicht von den Krankenkassen übernommen, das heißt, man muss das auch selber bezahlen. Ist derzeit ein noch sehr, sehr teurer Spaß, also eine Packung von dieser PrEP, von dem Medikament kostet, wenn man es jetzt über Privatrezept aus der Apotheke sich besorgt, kostet eine Packung so um die 900 Euro. In einer Packung sind 30 Stück drinnen, das heißt, man kann sich ungefähr ausrechnen, wie weit man damit kommt, wenn man es kontinuierlich nimmt, also was das Fixkosten wären. Es wird so sein in nächster Zeit, dass Generika rauskommen werden, auch die auch dann in Österreich verfügbar sind in Apotheken. Wann das Ganze sein wird, kann ich jetzt leider noch nicht beantworten, aber sobald es Neuigkeiten dazu gibt, einfach bei der EZÜ für Wien nachfragen, ob es da schon irgendwas Neues gibt. Es gibt natürlich auch andere Bezugswege der PrEP, da sollte man allerdings vorsichtig sein mit irgendwelchen Bestellungen aus dem Internet, aus irgendwelchen Apotheken, aus dem Ausland, weil natürlich nie was ist das drinnen, was drinnen sein sollte, wie ist die Transport, wie ist die Produktion und so weiter, das sind halt sehr starke Unsicherheitsfaktoren. Genau, wie wir im Vorher schon gesagt haben, ich hoffe, ich habe die Fragen alle beantworten können, soweit es möglich ist. Mir fällt jetzt zu dem Thema im Moment nichts ein, aber falls ihr Fragen habt, meldet euch bei uns, ihr könnt jederzeit vorbeikommen und euch dazu beraten lassen. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Wir sind zurück und neben mir sitzt Michael Richter, Schriftführer der Hossi Wien. Hallo Misha, wir freuen uns, dass du wieder da bist und was hast du für uns heute vorbereitet? Ja, hi. Also ich wollte ein bisschen mehr über den Jugendabend sprechen, den es in der Hose gibt. Jeden Donnerstag von 17:30 bis Mitternacht, weil dann möchte die Barmensch möchte dann auch immer nach Hause gehen, deswegen maximal bis Mitternacht. Ist unterteilt in zwei Gruppen, in die Coming-out-Gruppe, die von 17.30 Uhr bis 19 Uhr stattfindet und dann der Jugendabend an sich von 19 Uhr bis eben Mitternacht oder früher. Natürlich finden sich dann immer wieder Gruppen, die vielleicht nachher noch woanders hingehen können. Das ist ja alles ganz zentral gelegen. Was versteht man unter Coming-out-Gruppe? Die Coming-out-Gruppe, das, so würde ich es sagen, ist für die eher neueren, jüngeren da, die eventuell nicht so lange bleiben dürfen, extra von außerhalb kommen oder von weit weg kommen, also weit ist jetzt Niederösterreich gemeint jetzt,
damit sie auch ein bisschen da diesen Abend genießen können und vor allem damit auch die Jugendreferentinnen und Referenten sich speziell um diese Menschen kümmern können, weil das sind oft Leute, die etwas früher kommen, damit es nicht so voll ist und damit sie vielleicht eventuell ihre Anliegen besser durchbringen können. Coming-out-Gespräche, Stichwort, das führen wir auch in der HOSI. Wo ich gleich vorwegnehmen möchte, dass wir keine psychologischen Beratungen anbieten, eher so auf Augenhöhe sagen, hey, erzähl mir, wie ist es bei dir? Und dann können wir selbst von unseren Erfahrungen erzählen. Und je nachdem, wie es dann mit der Person weitergeht, kann man sagen, ja, komm nächstes Mal noch einmal, da können wir weiterreden oder bleib länger da und connecte mit den anderen Jugendlichen. Genau, die meisten, ich würde sagen, voll ist es dann so ab 8 Uhr, 9 Uhr. Altersdurchschnitt würde ich jetzt auf 18, 19, 20 geben, was eh gut ist. Früher war etwas höher. Früher waren noch weniger Leute, also da war es so mehr oder weniger ein Studententreff. Und jetzt kann man schon sagen, das sind doch großteils Studienbeginner und beziehungsweise Leute, die gerade noch in der Schule sind oder gerade von der Schule weg sind. Also der Altersdurchschnitt wird immer geringer und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, dass wir das erreicht haben. Mehr Leute pro Donnerstag, Jüngere angesprochen. Offiziell Altersgrenze, würde man sagen, oben mit 30, weil wir auch der Überzeugung sind, dass wenn jemand zum Beispiel 29 ist und gerade mit seinem Coming-out beginnt, dass er auch ein bisschen die Chance haben soll, zu uns kommen zu können. Ob es ihm dann gefällt, ob er sich wohlfühlt bei so vielen jungen Leuten, das hängt dann natürlich von anderen Faktoren ab. Und wie läuft die Anmeldung? Muss man sich anmelden? Nein. Also anmelden, wir fragen immer aus reinem Interesse, wie seid ihr auf uns gestoßen? Dann sagen 90% der Leute das Internet. Also anscheinend, sie geben mir nicht Hose ein, sondern Coming-out-Gespräch Wien. Und da ist anscheinend der Jugendabend recht weit oben in Google. Und das freut uns natürlich. Dann Mundpropaganda natürlich, das funktioniert ja immer sehr gut. Anmelden, wie gesagt, gar nicht, einfach herkommen. Meistens schreiben uns die Menschen schon nur an, sagen, hey, darf ich eh kommen? Ich bin 17 Jahre, habe erfahren, dass ich lesbisch bin, also ich habe es für mich entdeckt. Ist es okay, dass ich zu euch komme? Dann schreiben wir, ja, bitte, bitte, komm sofort. Wir freuen uns immer auf neue Gesichter. Also kann egal wer zu euch kommen. Ja. Und ich meine, heterosexuelle Menschen würden wahrscheinlich nicht so auf die Idee kommen, aber auch die verschlägt es manchmal zu uns, wenn irgendein Jugendlicher sagt, ja, nimmt seine heterosexuellen Freunde mit, wir sind da offen. Und wir sind auch offen, also wir sind jetzt nicht nur für schwule Lesben, sondern auch für Bisexuelle und haben auch ein großes Anliegen daran, dass uns auch Transmenschen sich bei uns wohlfühlen. Ja, also alle Menschen, die uns, also die quasi in den Jugendabend reinpasst, im Sinne von jugendlich sind, die sind bei uns sehr willkommen. Und was macht ihr dort? Nur besprechen und reden oder macht ihr auch so Tanzabend oder Spiele oder sowas? Also das GUG selbst hat zwar einen eigenen Spieleabend und einen Werwolfabend, das findet immer Dienstag statt, steht im Kalender drin. Wir persönlich am Donnerstag bieten Workshops an. Jetzt nicht jeden Donnerstag, aber halt ausgewählte Donnerstage, wo wir zum Beispiel Informationsabend, Informationsworkshop zum Thema Intersex, Intersexualität oder Transgender. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen auch unseren AIDS-HIV-Tag gehabt, wo halt von der AIDS-Hilfe Leute gekommen sind und halt auch gratis Testungen, so wie es halt im AIDS-Haus selbst stattfindet, für die Jugendlichen und so weiter, damit wir auch ein bisschen denen nahe bringen, hey, das ist noch immer ein Thema, und bitte testet euch ein, zweimal jährlich und so weiter und so fort. Also wird auch professionell beraten dann vor Ort. Und sonst rekrutieren wir gerne Jugendlichen für Regenbogenball und Regenbogenparade, damit sie dort aushelfen, weil wir können auf jede Hilfe müssen wir zählen. Und da hilft uns die Jugend halt sehr stark. Also euer Fokus ist auf die Information der Jugendlichen. Ich würde sagen, der Fokus besteht eher darin, dass wir einen Safe Space für Jugendliche schaffen, dass sie gerne immer wieder kommen. Und ich merke auch bei vielen Jugendlichen, da ich selbst Jugendleiter war letztes Jahr, ich merke, dass das ein Brennpunkt in der Woche ist, dass sie sich sehr stark auf Donnerstag auch freuen und sagen, ja, es ist wieder Donnerstag, es ist wieder Jugendabend, ich freue mich wieder,
meinen neuen oder meinen anderen oder erweiterten Freundeskreis zu sehen. Es soll ein Platz sein, wo man sich wohlfühlt, wo man sich sicher fühlt, wo man halt Freunde und Freundeskreise und bis hin zur Beziehung oder was auch immer, es ist alles möglich. Das ist, glaube ich, eher der Fokus, quasi, um das auch mal kurz zu erwähnen, es ist nicht so, dass dann plötzlich Jugendliche, homosexuelle Jugendliche da sind und noch über Homosexualität reden. Es ist einfach, die reden dann über, wie blöd der Mathelehrer nicht war und so weiter und so fort. Das ist einfach nur ein Treffpunkt, ein Jour fix, wenn man sagen möchte, für die Jugendlichen, die halt regelmäßig kommen wollen. Oder von mir ist auch nur einmal und es war nichts oder kommen halt unregelmäßig. Dann natürlich wollen wir halt ein bisschen ein Angebot anbieten, quasi mit diesen ganzen Workshops und HIV-Testungen und so weiter. Und von diesen Workshops kann man auch auf die Internetseite erfahren? Das sollte, wenn alles planmäßig abläuft, mit rechtzeitig angeben und reinbringen, sollte man es eigentlich drinnen sehen. Mhm. Genau. Willst du noch etwas anderes erzählen? Sonst, naja, es kommt. Wenn ihr euch dem Alter entsprechend fühlt oder seid, lieber gesagt, dann sind wir sehr froh, dass die Leute dann in Scharen kommen. Also wir sind eh manchmal gut besucht, manchmal weniger. Es kommt immer darauf an, Ferien sind weniger, weil es viele halt von den Bundesländern kommen. Aber bei einem sehr gut besuchten Abend können es schon mal 90 Leute insgesamt werden. Und das kann schon sehr eng werden. Und wir sind raucherfrei, das möchte ich auch noch sagen. Dankeschön und danke, dass du da warst und für die voll hilfreiche Informationen. Ich hoffe, das hat gefallen. Jetzt habe ich richtig Appetit auf etwas Süßes. Und zwar auf Nicole und Marcy von Maslows Kochen und ihre himmlische neue Rezeptidee. Mahlzeit! Hallo ihr Lieben, zurück bei maslowskochen.com. Marcy und Nicole sind wie immer um die Weihnachtszeit in der Karibik am Loveboat. Und wir sind Hans und Hermann und sie haben uns tatsächlich zugetraut, ein weihnachtliches Rezept zu machen, das total schokoladig, aber total einfach ist, weil sonst hätten sie uns ja nicht hier in die Küche gelassen. Und es besteht aus Avocados. Avocados kann man nämlich auch süß essen. Habt ihr das schon mal probiert? Probiert mal süße Avocados. Zu den Avocados noch eine Geschichte. Hass. Hass mögen wir gar nicht. Aber jetzt brechen wir das Tabu, weil wenn du Avocados liebst, musst du zur Sorte Hass greifen. Das ist das einzige Mal, wo wir zu Hass greifen. So. Ja, und jetzt geht's los. Es ist ganz einfach, in 5 Minuten fertig. Zuerst also ich hoffe, wir schaffen das. Ein scharfes, kleines Messer und schneidet die Avocado in 2 Hälften. Also Marcy hat uns das wirklich einige Male gezeigt, damit wir uns auch nicht verletzen. Dann löffelt man das Avocadofleisch in einen Behälter. Auf der zweiten Seite muss man den Kern entfernen. Das ist ein bisschen gefährlich, weil dieser Kern ist so rutschig. Aber Hans schafft das. Dann kommt hinein 80 ml Ahornsirup kommt hinein. Haben wir schon hineingetan. Dann ein bitterer Kakao, also kein Benko oder sonstiges, sondern ein richtiger Kakao, weil es wird ja auch ein gesundes Rezept. Es ist vegan. Kommen 4 Löffel rein. Und es ist auch kein Zucker drinnen, außer halt der vom Ahornsirup. So. Dann kommt noch dazu eine Messerspitze Zimt. Man kann auch Chili verwenden. Zum Beispiel, wenn man es feurig haben möchte.
Und dann braucht man so einen Stabmixer und noch etwas Wasser. Ich hoffe, dass Marci und Nicole mit uns zufrieden sind. Auch wir haben das so oft geübt. Also ca. 60 Milliliter Wasser pro Avocado hineinschütten. Und maßlos wie unsere Chefinnen sind, kann man natürlich gleich diesen Mixer vorsichtig. Einfach einfüllen. Ja, man kann es sofort essen oder man kann es auch noch ein paar Stunden kühlen. Man kann es auch als schnelles Frühstück essen oder ins Büro mitnehmen. Das mache ich öfter, nach einer harten Nacht. Richtig, ein gesundes, süßes Frühstück. Und wir haben da schon was vorbereitet. Zur Dekoration kann man zum Beispiel Himbeeren nehmen oder Erdbeeren. Je nach Saison oder nach Geschmack, nehmt einfach, was euch schmeckt. So. Himbeeren sind halt schön weihnachtlich. Rot. Wie meine Krawatte. Wie die Liebe. Wie die Liebe. Tabulos, maßlos. So. So, und nachdem es sich ja quasi um ein Weihnachtsdessert handelt, haben wir noch ganz herzige. Damit die Chefinnen zufrieden sind. Richtig. Weil die wollen es mir so ein bisschen dekoriert. Auf jeden Fall. Und einen Weihnachtsbaum. Und jetzt können wir es eigentlich schon servieren. Richtig. Oh, Klingelingeling. Das Weihnachtsdessert kommt auf den Tisch. Bitte schön, liebe Karin. Schokomole, Schokomole. Hallo ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart, wie wir wieder mal was Interessantes und Gutes gezaubert haben. Wenn ihr mehr geile Rezepte nachkochen wollt, dann surft mal auf masuskochen.com. Dort findet ihr alles. Vegan, fleischig, vegetarisch, flexitarisch. Bei uns findet ihr raw. Alles. Raw. Ja, genau. Raw gibt es natürlich auch. Ja. Und low carb. Stimmt. Also wie gesagt, jeder wird bei uns fündig werden. Besucht uns. Und wir wünschen euch ein super schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und freuen uns, wenn wir wieder bei Tabu Live on air gehen können. Schaut ja, genau. Auch bei Tabu Live immer vorbei, es gibt immer Neuigkeiten. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und wir haben uns echt drüber gefreut. Happy New Year! Danke, dass ihr wieder mit dabei wart auf unserer Reise durch das bunte Wien. Doch die buntesten Subjekte der heutigen Episode erwarten euch noch. Lasst euch in Entzücken versetzen von den heutigen Kreationen des Alien Glam Squad. Bis zum nächsten Mal bei Tabu Live und frohe Weihnachten! Willkommen zurück zu Tabu Live und dem Alien Glam Squad. Wir werden heute mit euch Christbaumkugeln basteln, da wir finden, dass jede Christbaumkugel auch fabulous sein sollte. Werden wir ganz besondere Drag Christbaumkugeln mit viel Glitzer und Shishi machen. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Es gibt Bonuspunkte für die, die am Schluss noch alle Nägel haben. Das stimmt nicht, das war nicht aufgemacht. Das war jetzt meine Klarheit.
Was war bei dir lila? Das Contouring? Das Contouring war lila und es waren überall. Oh, weiß. Ich habe sogar die perfekte Palette da mit lila und orange. Ja, voll, ich habe immer das selbe benutzt. Die Contour ist on fleek. Sehr scharf. Oh mein Gott, ihr macht das so toll. Ich brauche einen Stift für die Augen. Schnell. Mann, was ist das? Einen Augenstift. Keinen Bleistift, der ist klar. Oh mein Gott! Die Nase sieht aus wie Hodensäcke. Ups. Die Lippe ist nicht. Ich brauch Lashes. Ich hab dich sehr gut getroffen. Ich werde jetzt einfach alles mit der Schere machen, statt mit meinem Lippen. Wimpernkleber. Hammer kann ich aus dem Sprühkleber gemacht. Nein. Ja. Yes. Hattest du schwarze Augenbrauen bei dem schon? Nein. Doch, du hast immer schwarze Augenbrauen. Nein. So dicke, dicke schwarze Augen. Ja, ich. Immer. Ihr könnt jetzt gerne in den Kommentaren abstimmen, welche Christbaumkugel ihr auf eurem Christbaum gerne hängen hättet oder von welcher Art man bekommt. Wir freuen uns, euch bei der offiziellen Pre-Party für den Regenbogenfall von Tabu zu sehen, das nächste Mal am 26. Dezember. Und wünschen euch schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Happy New Year.